Österreich hat schon oft bewiesen, dass es Bedeutsames schaffen kann. Lassen Sie uns eine Brücke in die Zukunft bauen. Eine Steinbrücke von Afrika nach Europa, um das sinnlose Sterben im Mittelmeer ein für allemal zu beenden. Ein Jahrhundertwerk der Humanität. Die Brücke wurde soeben als Revision des nationalen Programms beim Fonds für die innere Sicherheit eingereicht. Baubeginn ist Frühjahr 2017. Geplante Fertigstellung 2030. Die Brücke wird die Lebensader zweier Kontinente sein und das wirksamste Mittel gegen Schleusungen und Schlepper. Mein Name ist Christian Konrad. In meiner über 20-jährigen Erfahrung als Mann der Wirtschaft und meiner neuen Herausforderung als Flüchtlingskoordinator der Republik Österreich will ich mich in den Dienst einer großen Idee stellen. Ich möchte den Beweis antreten, dass unsere Alpenrepublik über den Tellerrand schauen und der Vision eines offenen und menschenfreundlichen Europas einen wichtigen Dienst erweisen kann. Doch die Menschheit kann nicht so lange warten. Wir wollen 1000 Rettungsplattformen ad hoc auf dem Mittelmeer fest installieren. Die erste Plattform wird die österreichische Regierung bereits am 1. Oktober zu Wasser lassen. Bundeskanzler Werner Faymann ruft die europäischen Regierungen hiermit energisch auf, es ihr unverzüglich und ohne große Diskussion nachzutun. Mein unternehmerisches Leben hat mich gelehrt, dass Investitionen sich rechnen. Es geht nicht um Großzügigkeit, sondern darum, etwas für uns zu tun, indem wir etwas für andere tun. Wir können vielleicht nicht die Welt, aber viele Menschenleben retten. Österreich mag ein kleines Land mit begrenzten Ressourcen sein. Doch unsere bedeutendste Ressource ist die Humanität. Wir können und müssen sie jetzt, in dieser historischen Stunde, nutzen. Mitmenschlichkeit ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Geretteten erhalten genauso eine neue Existenzperspektive wie ihre Retter. Machen wir aus der Festung Europa ein offenes Haus.